Amerikanischer Bürgerkrieg oder auch Sezessionskrieg genannt, war ein militärischer Konflikt zwischen den aus den Vereinigten Staaten ausgetretenen Südstaaten, welche sich in der Konföderation zusammentaten, und den in der Union verbliebenen Nordstaaten. Auslöser sind unter anderem die Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten der USA und die Spaltung der Gesellschaft beim Sklaventhema, da vor allem im Süden die Sklaven sehr wichtig waren, aufgrund der dortigen Wirtschaft. Und mit Abraham Lincoln war nun ein Sklavengegner an die Macht gekommen. Mit dem Angriff auf Fort Sumter am 12. April begannen die Konföderierten den Krieg und besetzten diesen und andere Stützpunkte des US-Militärs auf ihrem Gebiet. Kurz was zur Vorgeschichte. Die USA bzw. die Union hatte, nachdem die Südstaaten ausgetreten waren, noch Besitz im Süden, darunter Forts der US Army wie beispielsweise Fort Sumter. Die Südstaaten wollten, dass man diese Forts verlässt und versuchten, die Besatzung auf Fort Sumter auszuhungern. Die Union wollte dann ein Versorgungsschiff in Begleitung von Kriegsschiffen als Schutzmaßnahme dorthin schicken. Daraufhin eröffneten die Südstaaten aber das Feuer auf Fort Sumter. Die Unionstruppen kapitulierten und es starben zwei Menschen auf deren Seite. Und nach dem Beginn der Kampfhandlungen traten weitere Staaten aus der Union aus. Das wäre nämlich Virginia, Arkansas, North Carolina und Tennessee. Der Westen Virginias wollte aber in der Union bleiben und deswegen gibt es heute noch den Bundesstaat West Virginia. Zu Beginn des Bürgerkriegs lebten rund 22 Millionen Menschen im Norden und nur 9 Millionen im Süden. Von diesen 9 Millionen im Süden waren auch rund 4 Millionen Menschen Sklaven, nur um mal zu zeigen, wie weit die Sklaverei dort verbreitet war. Der Norden verfügte auch über mehr Geld, mehr Fabriken, mehr Pferde, mehr Eisenbahn und mehr Ackerland. Auf dem Papier machten diese Vorteile die Vereinigten Staaten viel mächtiger als die Konföderierten Staaten. Die Konföderierten kämpften jedoch defensiv auf Gebieten, welche sie gut kannten und hatten auch den Vorteil der schieren Größe der südlichen Konföderation. Das bedeutete, dass die nördlichen Armeen riesige Mengen Land im Süden erobern und halten mussten. Zudem verfügten diese über hochmotivierte Truppen und über die besseren Offiziere. Daher konnte die Südarmee die ersten Schlachten des Bürgerkrieges auch für sich entscheiden. 18 Monate lang verlieren die Nordstaatler eine Schlacht nach der anderen, was die Südstaatler vor allem einem Mann namens Robert E. Lee verdanken, ein ehemaliger General im US-Militär, welcher nun der Kommandeur der Konföderierten ist. Am 13. September 1862 finden Unionstruppen aber ein zurückgelassenes Dokument über die Aufstellung der südstaatlichen Truppen auf Befehl von Robert E. Lee. Aber nicht nur dieses Dokument wurde ihm zum Verhängnis. Ihr müsst wissen, dass viele Sklaven damals auch in der Armee des Südens im Nachschub dienen mussten. Sie waren also sehr wichtig für die Armee. Doch nun erklärt der Präsident Abraham Lincoln, dass jeder, welcher zur Union überläuft, freigelassen wird, was viele daraufhin auch versuchen. Lincoln kurbelte zudem auch die Rüstungsindustrie des Nordens an, die der des Südens weit überlegen war. Kurz danach gelingt es den Unionstruppen, den ersten großen Sieg davonzutragen gegen das 1. Texas-Regiment. Als Krönung kommt dazu auch die Emanzipationsproklamation von Abraham Lincoln, welche bedeutete, dass ab dem 1. Januar 1863 alle Sklaven für freie Menschen erklärt werden. Ein Albtraum für die Südstaaten. Allerdings desertierten deswegen auch viele Nordstaatler, weil sie für die Union und nicht für die Sklaven kämpfen wollten. Das wird aber mit 9 schwarzen Soldaten ausgeglichen, welche aus dem Süden geflohen waren und nun für die Unionsarmee kämpften. Sie galten dort aber erst als Soldaten zweiter Klasse und mussten sich erst beweisen. Anfang Juli 1863 wollte Südstaatengeneral Robert E. Lee mit einer Invasion des Nordens den Sieg im amerikanischen Bürgerkrieg erzwingen. Was man jedoch nicht ahnen konnte, war, dass die kommende Schlacht die blutigste in der Geschichte der USA werden sollte. Ich rede hier von der Schlacht von Gettysburg vom 1. bis zum 3. Juli, bei welcher 51.000 Menschen starben.
Nach 4 Jahren des Konflikts ergaben sich die großen Armeen der Konföderation nach der finalen Schlacht des American Civil War, welche um und in Richmond ausgetragen wurde. Der Krieg machte einen Großteil des Südens bankrott, hinterließ seine Straßen, Farmen und Fabriken in Trümmern und löschte fast eine ganze Generation von Männern aus. Insgesamt fielen rund 620.000 Menschen während diesen 4 Jahren und ist damit einer der verlustreichsten Kriege der Geschichte der Menschheit und auch der erste, wo Maschinengewehre eingesetzt wurden. Im Laufe von 20 schwierigen Jahren, die als Ära der Reconstruction bekannt sind, wurden die Südstaaten wieder in die Vereinigten Staaten aufgenommen und die Sklaverei wurde landesweit abgeschafft. Wenig später nach dem Krieg gab es noch zwei wichtige Ereignisse. Die erste wäre die Ermordung Abraham Lincolns, dem 16. Präsidenten der USA, und das zweite wäre die Gründung des Ku Klux Klans, welchen es bis heute noch gibt und für den Tod von vielen Schwarzen verantwortlich ist. Ich hoffe sehr, euch hat das Video zum amerikanischen Bürgerkrieg gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und ich würde sagen, man sieht sich bei einem anderen Video wieder.